Konnichiwa, Kelly, hier ist sie wieder, eure Josie. Heute mit Zahnlücke, ja, hat was auf sich. Ich habe das schon im Vorfeld gesagt. Ich sage jetzt noch mal kurz. Lücke ist da, weil Zahn gezogen und das Provisorium, was ich dafür drin habe, das ist etwas locker und deswegen, das fällt immer runter. Deswegen lasse ich das jetzt mal raus. Sieht ein bisschen lustig aus, habt ihr was zu lachen, ist aber was Schönes. Habt ihr 2,5 Wochen etwa, danach ist das weg, weil dann eine Brücke drüber kommt. So, aber wir sind natürlich nicht hier, um über meine kommenden Brücken zu reden, sondern wir sind hier, um über Brunnen zu reden. Ja, über Penisbrunnen. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt einen Penisbrunnen. Zumindest sieht er so aus, so grob. Vorgeschlagen wurde mir das Ganze von Minato und Amikaze. Und da gehen wir mal rein. Es ist eine Folge vom realen Irrsinn. Und wir schauen einfach mal, was es damit auf sich hat. Wir wechseln mal rüber in den Live-Bereich. So, und da seht ihr es schon. Das ist das Lustige dabei. Dieser Brunnen ist nicht nur besonders von seiner Form her, er ist auch an einem besonderen Platz, nämlich auf einem Kirchenvorplatz. Ja, was sich der Pfarrer dabei gedacht hat, da bin ich nicht so ganz sicher, ob er überhaupt sich was dabei gedacht hat oder nicht aufgepasst hat. Aber wir schauen mal, vielleicht wird sich das Ganze lösen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das hier irgendwo in Hessen. Ich hatte das schon mal vor einiger Zeit bei uns im Homesender gesehen gehabt, nämlich bei Hitradio FFH. Die hatten darüber berichtet und das war sehr, sehr lustig. Aber wir schauen uns einfach mal zusammen an, was es mit diesem interessanten Brunnen auf sich hat. Ein kleines Stück neben der Kirche im hessischen Örtchen Jossgrund steht dieser nagelneue Brunnen. Seht ihr, wie ich es gesagt habe, in Hessen, in Jossgrund, da war ich jetzt noch nicht. Ich weiß auch nicht genau, wo das liegt. Also doch in Hessen. Seht ihr mal, was so alles in Hessen rumsteht oder neu gemacht wird. Genau, weiter geht's. Das massive Bauwerk lockt auch den Pfarrer aus seiner Sakristei. Sicherlich. Jetzt habe ich das Wort abgeschnitten. Aber ich muss dazu jetzt doch sagen, also Asche auf mein Haupt, weil ich es gerade so angedeutet habe. Der Pfarrer hat das natürlich nicht bauen lassen, sondern das ist von der Stadt gebaut worden. Aber der Pfarrer hätte ja dagegen noch vorzeitig Widerspruch einlegen können, dass der Brunnen so aussieht, wie er aussieht. Wir hören uns aber mal an, was der Pfarrer dazu zu sagen hat. Es ist auch ein ansprechender Brunnen geworden, aber die Erscheinungsform ist natürlich schon etwas, gewöhnungsbedürftig. Ja, vielleicht hätte man es ein bisschen anders machen können. Ja, man hätte es ein bisschen anders machen können, weil ich sage mal so, das Ding sieht natürlich ganz aus wie ein männliches Geschlechtsorgan. Und zwei Hügelchen. Also, ich frage mich ganz ehrlich, wer ist auf den wahnwitzigen Gedanken gekommen, das so zu bauen? Also, das muss doch der Architekt dieses Brunnens muss doch gedacht haben, so, das ist ein Scherz. Mal gucken, ob ich mit durchkomme. Und er kam mit durch. Aber das ist ein ganz schlechter Scherz. Obwohl er irgendwie auch wieder lustig ist. Ja, vielleicht eine etwas ungünstige Wahl der Proportionen. Nanu, warum das denn? Das imposante Prachtstück gliedert sich doch perfekt in seine Umgebung ein. Ja, es gliedert sich perfekt ein und das ist ein schönes Wortspiel. Okay, gut, was soll ich jetzt dazu sagen? Dazu kann ich nichts sagen, aber nee, das hätte unmöglich nicht sein müssen, ganz ehrlich nicht. Der penibel geplante Tiefbau besticht durch kraftvolle Ausstrahlung und sorgt für ein spritziges Vergnügen im Ort. Und das mit herausragender Symbolkraft. Ja, also jetzt haben wir es aber langsam mal genug mit den Wortspielereien, oder? Also, obwohl man muss sagen, also was sich so alles einfällt zu einem einfachen Brunnen, das muss man sich, ist schon nicht schlecht. Also, ja, das gebe ich zu. Die Idee war, die Landschaft des Spessart und des Vogelsberg dort abzubilden. Das sind ja die Bergländer, die unseren Main-Kinzig-Kreis sehr prägen. Aber ich weiß nicht, hast du mal wirklich dieses Ding angeguckt, lieber Architekt? Das mag ja sein, dass du das gerne abbilden wolltest, aber du hast da was völlig anderes abgebildet. Mein Gott, das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock.
Ja, das ist doch ganz eindeutig. Der Brunnen steht für... Das würde ich sagen, ist ein klassischer Phallus, wenn man es so betrachtet. Was? Wie ein männliches Geschlechtsteil, oder? Hab ich doch gesagt. Sag ich doch. Na, so ist es. Da kann man nicht wegreden. Ein bisschen kurz. Das ist halt wie ein Penis, ne? Sagte sie gerade eben, das ist ein bisschen kurz. Jetzt möchte ich gerne wissen, wie lang der ihres Mannes ist. Also wenn sie das ein bisschen kurz ansieht. Ich meine ja nur. Das ist absurd. Ein handfester Brunnen, wie jeder andere auch ist das. Aus stoßfestem Stein mit einem Rohr, aus dem sich der Quell des Lebens ergießt. Ein absoluter Eye-Catcher. Der Brunnen hat eben viel mehr Potenzial als nur eine verkehrsgünstige Lage. Er regt den Tourismus an. Wir machen so eine Deutschlandtour mit dem Motorrad. Da habe ich gesagt, okay, da müssen wir jetzt mal vorbeifahren. Seht ihr mal, das ist, also als Touristenmagnet ist das Ding natürlich absolut perfekt geeignet. Das muss man dazu sagen. Wir kommen aus dem Schwarzwald und wir haben heute hier einen Abstecher hergemacht. Also das war jetzt ja auch wieder eindeutig, zweideutig mit dem Abstecher. Also eins steht fest, beim Brunnenbau hat Jos Grund die Latte hochgelegt. Ja, liebe Jos Grunder, das habt ihr wirklich gut hingekriegt. Der Brunnen ist garantiert einzigartig in Deutschland. Mit dieser Form definitiv gut. Aber lieber Minato, Dankeschön für den Vorschlag von diesem Video. Es war toll. Ich habe mich gefreut, wieder mal was aus der Gegend meiner Herkunft zu haben. Natürlich bin ich nicht aus meinem Kindeskreis, aber aus Hessen. Ich bin eine gebürtige Hessin. Und darauf bin ich auch zumindest stolz, zumindest ein Teil. Ja. Ein anderer Teil ist nämlich nicht hessisch, aber gut, das ist was anderes. Gut, ja, wenn euch das Ganze auch gefallen hat und ihr das auch so lustig fandet mit diesen ganz schönen Wortspielen, dann wäre ich froh darüber, wenn ihr mir das irgendwie zeigt, weil ihr das könnt, das habe ich jetzt hier so, läuft jetzt hier so rein, so bing, bing, bing. Und da könnt ihr das dann entsprechend nachmachen. Ich werde das bei den Kollegen von Extra 3 auch machen, ich gebe denen nämlich auch ein Like. Ja, und. Wenn ihr das ganze Video mal ohne meine Kommentare sehen wollt, unten in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt. Könnt ihr draufklicken und dann habt ihr das Ganze, sichtlich und könnt euch das angucken. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, wie ich das Ganze auf Twitch reacte, dann könnt ihr noch ein Stückchen tiefer in der Videobeschreibung gehen. Da ist der Link zum Twitch-Kanal von mir, also hier zu dem. Und dann könnt ihr da mal live zugucken. Wenn ihr nicht live auf Sendung bin, läuft meistens ein anderes Video. Und wenn, dann könnt ihr aber unter der Kanalinfo nachgucken. Da steht dann im Zeitplan drin, wann ich streame. Meistens samstags. Und einfach reinklicken und zugucken. Und wenn ihr irgendwas loswerden wollt, wie Kritik oder Vorschläge, was ich verbessern könnte, aber auch Anregungen habt, was man mal reacten könnte, so wie jetzt der Minato das gemacht hat, dann einfach unten in die Kommentare damit. Ich reagiere darauf. Vorschläge schaue ich mir an, beziehungsweise ich gucke, ob ich die reacten darf. Und dann gucken wir uns die zusammen live in Twitch an. Und ihr landet im Nachhinein auf YouTube. Das zum einen. Und ihr werdet natürlich auch im Vorspann und in der Videobeschreibung entsprechend benannt. Genau. Gut. Für mich, für diese Folge heißt es jetzt Tschüss sagen. Und das tue ich damit auch. Nämlich bis zur nächsten Folge. Eure Josie.